Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fiesta Online. Hallo. Hallöchen. Hi, es wird fast immer besser. Immer noch mit Nico und Ecky unterwegs. Ja, wir machen jetzt noch seine Rückenstachel und dann haben wir es endlich gepackt, können wir endlich hier unten rausgehen. Wird es draußen wieder warm? Hier unten ist mir schon kalt. Ja, Genau. hier ist Muss die ich mir Luft eine zu stick, warme hier Jacke ist die anziehen. Luft zu stickig. Ich renne kurzärmlich rum. Das ist kalt. Aber zum Thema kalt, ne? Geile Überleitung. Also jetzt war ja jetzt, vor kurzem war ja die WOC-WM. Also Genau. wir müssen ja jetzt vor kurzem sagen. Und das YouTuber-Thema Tatsache Platz 3. Habt ihr das komplett geguckt eigentlich, ihr? Ich bin mittendrin Ich hab's eigentlich. immer so neben, ich hab's nebenbei so mitgeguckt. Okay. Also ich hab's ja dann, ich hab's mir aufnehmen müssen. Ich hab's mir aufnehmen müssen, weil ich wurde ja davon abgelenkt, sage man mal so. Aber ich hab's mir dann aufgenommen und hab's dann am nächsten Tag geguckt. Und ich muss sagen, das war so eine knappe Sache, aber richtig geil. Ich frag Ja. mich, ob die nächstes Mal auch wieder mitmachen. Hoffentlich. Ich hoff's Wir wissen auch. doch bestimmt noch, wer in dem YouTuber-Team drin war. Sarazar, LeFloid, Dena. Dena und Kelly. Joyce. Ja, Genau. Choice oder Choice Kelly? Nee, wie hieß die ganz? Joyce. Choice. Okay, Joyce liegt gut. oder irgendwie. Ja, gut, sagen Irgendwie mal. Joyce, Ilk oder irgendwie wird die ausgesprochen. Okay. Ich muss sagen, kannte ich jetzt nur von den ganzen vom YouTuber Haus oder nicht YouTuber Haus, von der wo sie da in Amerika waren. Ah Da ja. Sarazar, Gronkh und sowas. Da habe ich sie öfters mal gesehen in den Videos. Aber so, wer sie jetzt Oh, eigentlich da ist. macht schon einer. Ja, ich hab's gerade gedenkt. So und zack. Ich bin ja mal gar nicht so. Wo war eigentlich Joey Kelly? Das weiß ich nicht. Joey Kelly, ach, das ist doch der. Ich hab's ja nicht so Ehre, mit. der Ehre. Der Ihre, ja. Ja. Also im ersten Lauf beim einer Wok hat er nicht so gut abgeschnitten, da war er nur Dritter. Ich muss sowieso sagen, das TV Total Team hat ja auch nicht so dolle. Da liegt ein Stachel. Oh ja. Das TV Total Team hat ja auch nicht so dolle abgeschnitten, ne? Die sind ja dann im Endeffekt auch bloß Vierter oder Fünfter geworden, ne? Ja, also im Vierer-Wok waren ja Italien die Sieger, wenn ich richtig gesehen habe. Im was? Italien, Team Italien. Im Vierer? Ja. Nee, im Viererbock waren's die Österreicher. Ach so. Die Österreicher in dem Viererbock haben die gewonnen. Danach kam das DDR-Team und dann die YouTuber halt, ne? YouTuber in Mark Bronze gemacht. bei Ich hätt's denen yes. so gegönnt, Platz 1 Aber zu trotzdem machen. erstaunlich, dritter Platz fürs erste Mal Für mitmachen. Noobies, ne? Im Ja. Endeffekt, ne? Ist schon cool, Wie definitiv. hieß Worldwide Wok Worldwide Vogue. Fand ich so und geil. Spiel. Das fand ich so genial. Ich muss allerdings sagen, was ich sehr komisch fand, waren die Art von LeFloid. Weißt du, wie ich mein? Ich hab den so als, in seinen Videos ist der so voll der gelassene Typ und sowas, ne? Und da war er irgendwie so, ich will jetzt nicht sagen grantig oder sowas. Ich will nicht zu nahe treten in dem Fall. Aber er war schon so ein bisschen so, geht mal bloß nicht auf die Keks mit eure Kameras, ne? Ja, So war ein bisschen. irgendwie, ne? Oder mit den Ja, das wohl ist Interviews. denn alles zu viel. Vielleicht, ich meine, es ist ja viel Trubel gewesen, dann vielleicht war man auch noch ein bisschen angespannt, einfach wegen Runterfahren. Ich meine, das fährt sich ja auch nicht einfach so mal runter und so. Ich fand es extrem cool, was die da durchgezogen haben. Wie viele Abonnenten haben die jetzt? Das weiß ich nicht. Das weiß ich Dena nicht, die weiß ich genau. hat 1,7. Ich glaube, LeFloid hat 2,5 Millionen. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe da so. So, die Information habe ich jetzt leider nicht über die einzelnen Personen. Da liegt nichts. Halt, nee, doch, da müsste Nee. was liegen.
Nee, das Nur ist eine Karte. Juwelenwächter. Nee, 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 passt, passt, passt. Und, was ich extrem fand, war der Unfall. Der Unfall vom YouTuber-Team. Den Namen Ja. ich sehe. Nett gesehen. Oder bei Nahunfall. Ja, bei Nahunfall. Im Endeffekt ist ja nichts passiert, ne? Aber das sah schon extrem heftig aus, wie LeFloid da mit seinem Gesicht, also mit Ja. seinem Kopf halt auf die Bande in dem Sinne geknallt ist. Ich habe echt gedacht, der hätte sich irgendwas Brutales gedacht oder sowas, ne? Aber dass der dann am Schluss gesagt hat, seine Hand tut weh, hat mich total verwirrt. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass der auf seine Hand geflogen ist. Ich habe bloß gesehen, dass der halt hier die mit dem Kopf da drauf geknallt ist. Das wäre was gewesen, ja. Und was Ja. ich extrem scheiße fand, muss ich sagen, also jetzt nicht von der VOG-WM, aber von den Reaktionen von manchen, die sich die bei WM Facebook zum angeschaut. Beispiel, bei Facebook, ne? Wir haben es gerade gestern, Nico und ich haben es gerade gestern drüber gehabt, weil ich es gelesen habe. Die haben Tatsache in Facebook reingeschrieben gehabt, unter das, was Sarrazar getwittert hat, dass der Dena tödlich verunglücken soll und sowas, no, und dass der halt sterbe soll und so, dass der nichts in dem Team zu suchen hat. Ich finde das so extrem scheiße. Ich meine, gut, okay, ich bin jetzt kein großer Fan vom Dena, aber ich finde, man sollte sowas niemandem wünschen, auch wenn man denjenigen Ja. vielleicht nicht leiden kann oder sowas, ne? Das ist echt unter aller Krass. Sau gewesen, finde ich. Für denjenigen dazu. Und Und falls du den letzten Videos. man muss ja sagen, ne? Man muss ja jetzt mal ganz ehrlich zugeben, der Dena war locker der schwerste in der ganzen Gruppe. Der hat Ja, den. weil auch der größte ist. Richtig, der ist der größte und locker der schwerste gewesen. Und ich wette, dass nur wegen dem, die auch ordentlich an Zeit gewonnen haben, ne? Durch sein Gewicht, dass es halt schneller runtergegangen ist, ne? Also, du musst mal auch von Ja. der Seite sehen, ne? Also, Na, die Dena, wenn du Joyce haben dieses wir Video als letztes siehst, hingesetzt, trotzdem weil es großen am leichtesten Respekt. ist. Ja. Was? Ich wollte das jetzt bloß mal erwähnen. Oh, Vielleicht warte, guckt er Moment. sich ja mal das Video an, weißt du, man weiß ja nie, ne? Ne? Man kann ja nie wissen. Ich saß im Facebook, guck unser Video. Na, das interessiert ja nicht. Sowieso so eine Sache. So große YouTuber, die interessieren sich für so kleine Menschen wie uns noch nicht so. Ist schon aber nicht so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Weiß nicht, wie ich Wirklich das seit sagen Tagen soll. versucht. Ich meine, die sind schon für ihre Community da oder sowas, aber die haben so viel zu tun, dass sie sich nicht solche Videos angucken können, denke ich mir. Wie viel Stachel hast du denn? Wie viel brauchst du denn eigentlich? Ich brauche noch 12. Also die droppen Echt nicht gerade scheiße. sehr häufig. Ja. Ja. Rat mal, was ich seit Tagen versuche. Deine Hausaufgaben richtig zu machen. Nee. Ich sollte raten, ich bin schlecht im Raten. Oh, mein Buff ist weg. Komm, weiter. Nee, keine Ich Ahnung, sag. versuche doch, ich sah, ich tue doch die ganze Zeit die Anschreibe. Froh, ob sie denn mitmachen wolle. Ach, Quatsch. Du brauchst doch die Leute nicht auszuschreiben. Ich sag ja, die haben so viele Projekte im Endeffekt. Die haben für so Kleinigkeiten keine Zeit. Ne? Und du wirst auch niemals einen großen YouTuber auf meinem Server finden. Gehe ich davon aus. Außer wir schaffen es zu überreden. Naja. Du Was denn kannst ja eine große weiter Überredung? versuchen. Ich meine, wenn du es packst, gebe ich dir Eis aus und dann passt die Sache, aber Drauklave tue ich halt nicht, ne? Was hast du gesagt, Nico? Brauchst du eine große Überredungskunst, das Definitiv. zu schaffen? Viel Schreiben bringt nicht, oder? Nee, viel Schreiben ist noch schlimmer, weil dann wirst du nämlich, dann wirst du geblockt, weil du den Leuten auf den Sack gehst. Wann kommt die Folge, die wir jetzt haben? Die Folge kommt am Samstag. Am Samstag müsste die rauskommen.
Und da wir ja sehr aktuell aufnehmen, kam es ja heute raus, ne? Okay. Warum? Warum? Keine Reaktion. Warum? Hallo? Ecki, bist du Warum? noch da? Ja. Ah. Ich war gerade konzentriert. Ja, von wegen. Du warst wahrscheinlich wieder an deinem Platz weggelaufen und du hast bei mir auf Folgen, kann das sein? Kann Ey, sein. ich wollte gerade sagen, Alter, hast du bei mir auf Folgen, weißt? Der frisst wahrscheinlich währenddessen Pizza wieder oder sowas. Genau. Die ist schon leer. Sich zu Hause zu bewegen. Du hast wirklich bei mir auf Folgen? Nee, jetzt ernsthaft? Warum? Weil du mir so direkt hinterherläufst. Was machst du denn nebenher? Guckst du YouTube-Videos, während wir aufnehmen? Nö, ich hab was anderes. Ich mach was ganz anderes. Nur jetzt muss ich schnell schreiben, das Tablet ist gleich leer. Alter, ich glaub's nicht. Das ist diese Unprofessionalität, ne? Die ich so hasse. Dieses, während wir aufnehmen, macht er irgendwas anderes, ne? Während wir aufnehmen, geht er hin und macht irgendwas. Ich wette auch hundertprozentig bei Minecraft, wir haben ja jetzt angefangen, zwei verschiedene Städte zu bauen. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr, immer. Das heißt, der erzählt mir irgendwas von einem Apfel und der Ei, ne? Und macht in Ja. der Zeit aber in Wirklichkeit was ganz anderes, ne? Von wegen, Pizza essen, ja, der verzählt mir hier Telefonieren. vielleicht, ach ja, ich baue jetzt hier so ein bisschen, ich bin unter der Erde in einem Tunnel drin und loote oder sowas in der Mine. Und in Wirklichkeit Ja. sitzt der am PC und guckt YouTube-Videos. So richtig so. Ach. Ist ja schlimm. Weißt du noch, den Serversprung? Ja, aber ich habe ja gesagt, da entschuldige ich mich schon fast ein bisschen, dass ich so sauer geworden bin. Ich meine, ich hätte auch so reagiert, wenn jemand auf meinen Server gegangen ist. Apropos auf meinen Server gegangen ist, Bracalone war auf meinem Server. Mann, Hä? ich wäre gekommen. Nee, der war gestern Nacht irgendwann, da liegt noch ein Rückenstachel zwischendrin. Der war gestern Nacht Ah, irgendwann auf okay. meinem Server drauf und hat dann Bekanntschaft gemacht mit zwei Skeletten und einer tiefen Schlucht scheinbar, weil ich hatte in meinem Serverlog hatte ich drin stehen, Bracalone joined the game, Bracalone slayed von Skelett, ne, von einem Skelett erschossen, dann nochmal von einem Skelett erschossen und dann ist er irgendwie tief in ein tiefes Loch gefallen und gestorben, wo ich gedacht habe, was macht der Junge denn da? Aber okay. Darf ich noch vorlesen, was ich gerade gemacht habe? Ja, du hast bestimmt irgendwas an Dena geschrieben. Ich schwöre dir, wenn. Bingo! Ach, hör doch auf. Das kannst du mal vor. Nach der Aufnahme kannst du mal das vorlesen, sonst wird's zu peinlich. Mache ich das nachher dann schnell Facebook ausmachen, weil Tablet hat noch 2%. In Facebook ist Ja! Ja, aber auf dem Tablet. Also Nico, du hast eben gehört, das war eben die Bestätigung, dass du Eckis Rolle übernimmst, ne? Also Okay. Ecki, es war schön mit dir aufzunehmen, ne? So. Definitiv, ne? Und ja, es war halt nun mal schön, ne? Was heißt wahr? Es ist. Du nimmst ja nicht auf, du bist ja in Facebook. Jetzt nicht mehr. Wer Stimmt, ist kennt er immer Kim noch auf Fall. Jong-uns Lieblingssong? Ich kenne ihn nicht. Nee, das steht da unten gerade im Chat drin. Ach so. Hopp, gib mir eine Antwort, gib mir eine Antwort, gib mir eine Antwort. Sag Hopp, ich will das wissen, ich liebe solche Witze, Ach ne? der. Okay, das will ich nicht sagen. Hopp, sag Hopp, Hopp, schreib, schreib, schreib's doch, jetzt mach doch, Hopp. Nein. Ach, nee, nicht du, der. Ich weiß es Oder nämlich. die, Victoria. Es scheint ein Mädchen zu sein. Ich weiß es. Ich will es nicht sagen. Sag's doch einfach. Sag's einfach. Ich will abwarten, was die sagen. Ja, natürlich. Und dann sagt sie, ja, genau das. Das ist immer so. Das ist immer so. Das ist bei Frage-Antwort-Spielen ist das auch so. Ja, genau das wollte ich aber auch sagen.
Warte mal. Ich warte, bis ihr was sagt und ich sage, ob es richtig Lass ist. Mal hören. Hopp, hopp, hopp. Ja, aber ich will das jetzt wissen. Mach doch. Ich pass auf deine Energie auf, würde ich fast behaupten. Du bist sehr tot gleich. Nico? Bist du noch da? Nico? Ich glaube, da ist FFPC abgestürzt oder sowas. Gut, dann müssen wir ihn verteidigen. Ich glaube, er ist weg. Oder er hängt. Oder es geht gar nichts mehr. Der ist auch in Facebook. Also, wir bleiben einfach mal hier und ich würde sagen, wir beenden jetzt einfach mal die Folge. Siehste, haben wir beide doch was zusammen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Dann beenden wir jetzt einfach mal die Folge, weil der arme Kerl soll ja nicht hier wehleidig sterben. Und, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wer die Lösung kennt, wer kennt Kim Jong-uns Lieblingssong, schreibt es mir unter die Kommentare. Ich will das jetzt wissen. Und bis dahin sag ich mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Winke, winke.